Ja, hallo. Wir, der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege Apoberg e.V., wurden nominiert zur Cold Water Challenge von der Firma Hürs GbR. Müssen wir uns bedanken bei Ingo? Nee. Danke, Ingo. Ne? Aus dem Grillfest wird leider nichts. Wir haben uns überlegt, Ingo, grillen und dann gibt es dafür noch Alkohol bei. Das ist für deine Figur, für deine Gesundheit nicht unbedingt gut. Und deswegen haben wir beschlossen, wir springen für deine Gesundheit jetzt gleich hier hinter uns in dem Graben ins Wasser. Bedanken kannst du dich später mal bei uns. Mit einem Grillfest natürlich oder so. Ne? Ist klar. Und ja, nominieren müssen wir auch noch ein paar. Wir nominieren einmal unseren Pastor Peter Kunst mit dem Aper Kirchenbüro. Fritz Roos, du gehörst auch mit zu. Und dann nominieren wir einmal den Boselverein Aperberg Hengsvorder Feld und den Oldtimer Club Rainer Cordes aus Augustfehn. So, ich würde sagen, dann haben wir alles soweit. Ne? Ja. Dann drehen wir uns um und springen alle in den Graben rein. Attacke! Was ist das denn? Da ist ja gar kein Bauteil. Kein Wasser drin. Bist du nass geworden? Nee. Dann werden wir beim nächsten Graben ausprobieren. Das ist ja nicht gut. Ja, dann auf zum nächsten Graben. Jo. So, nachdem dann in den ersten Graben kein Wasser drin war, jetzt der zweite Versuch. Hinter uns, großer Graben, mit Sicherheit Wasser drin. Also alle Attacke! Was ist das denn? Warum nicht wurden die? Weil wir kein Bauteil haben. Wo kann das denn angehen? Wie was? Wie wollen wir auch noch vorbei? Da kann ja kein Bauteil schlossen. Das ist blöd. Ja, der war noch ein Hut. Ja, der war noch ein Hut. Ja, was? Oh, was? Du! Heaven seems so close when I hear your name. There's something about you that I can't explain. Well, I don't even know, but you never let me go, and I'm hanging on the edge for you. You think it's kind of fun when I'm always on the run, but I know you want me close to you, close to you. Something about you that can't be.